Ein Geradenbauch bekomme ich nur durch gerade Bauchmuskeltraining. Und ganz wichtig, es muss wehtun, damit es richtig geil wird. Und eins kann ich dir sagen, Rückbildung ist nur was für Anfänger und für Muttis, die irgendwelche sozialen Kontakte suchen und quatschen wollen. So sieht's aus. Oder doch nicht? Ich zeige dir in diesem Video drei Varianten, wie du deinen enorm wichtigen Korsettmuskel trainieren kannst. Warum? Weil genau dieser dafür sorgt, dass du eine schlanke Taille bekommst, einen flachen Bauch und vor allen Dingen, dass du diesen Directus Diastase, deinen Spalt vorne, schließen kannst. Egal, was dir alle anderen sagen, hier bekommst du das Wissen, worauf es jetzt wirklich ankommt für dich, wenn du schon mal ein Kind in deinem Leben bekommen hast. Mein Name ist Maike Droste, ich bin Physiotherapeutin, Fitnesscoach und Lifecoach für Mütter, damit die sich wirklich einen richtig genialen Körper aufbauen und vor allen Dingen ein stressfreies Mutterleben. Ich habe die Maike Droste Akademie gegründet, wo ich vielen Frauen helfe, genau diese Ziele zu erreichen, die zum Beispiel mit meinen Modulen, mit meinen Kursen arbeiten und man sieht wieder, es ist einfach alles möglich und ich wünsche dir, dass auch du deine Ziele erreichst und das gerne mit meiner Hilfe. Viel Spaß bei diesem Video. Wenn du das vorherige Video gesehen hast, nämlich wo ich die einzelnen Muskelgruppen genauer erklärt habe, dann weißt du, wir sprechen jetzt hier über die Bauchmuskeln. Wenn wir aber gesamt von der Grundspannung reden, dann ist natürlich klar, dass dein Becken ganz enorm wichtig dabei ist, beziehungsweise der Beckenboden. Hier fällt das ganze Gewicht drauf. Wenn du nicht richtig am Beckenboden arbeitest, kombiniert mit dem Korsettmuskel, dann kommt zu viel Druck nach unten, die Organe sacken ab und können sogar unten austreten. Das wollen wir nicht. An dieser Stelle nochmal gesagt, es ist wichtig, dass du da genau drauf achtest, während du diese Dinge durchführst, die ich dir jetzt zeige. Ich verlinke dir oben mal noch ein Video, damit du wieder weißt, wie macht man denn diese Grundspannung nochmal richtig. Und dann wirst du auf jeden Fall lernen, wie du deine Rectus Diastase vorne schließt, wie du wirklich am Korsettmuskel arbeitest und somit den Beckenboden entlastest, dafür sorgst, dass vorne keine Organe austreten können, unten keine Organe austreten können und vor allen Dingen, dass du dir eine richtig geile Figur aufbaust. Wofür habe ich mich jetzt entschieden? Ich habe mich entschieden, dir drei Varianten zu zeigen. Nicht unbedingt drei verschiedene Übungen, sondern drei Varianten, wie du in deinen Alltag oder in deinen Workouts den Korsettmuskel einbauen kannst. Denn das ist das Allerwichtigste. Wenn du schon mit dem Mami Vital Kurs von mir arbeitest, dann weißt du, dass ich immer darauf bedacht bin, dass du alles in den Alltag integrieren kannst, so wie ich das auch mache, aber auch bei jeder Sporteinheit genau weißt, wie es funktioniert. Das heißt, natürlich ist der Mami Vital Kurs immer noch eine Steigerung. Ich kann dir hier immer nur kleine Elemente zeigen, aber jetzt geht es wirklich erstmal darum, egal wo du im Alltag bist, dass du überhaupt anfängst, endlich das Richtige zu machen. Genau, das heißt, wir werden im Liegen arbeiten, wir werden im Sitzen arbeiten und wir werden im Stehen arbeiten. Und dann gibt es für dein Gehirn keine Ausreden mehr, dass du nicht weißt, wie und wann du was machen sollst. Also wir beginnen jetzt in Rückenlage. Also Matte holen und dann legen wir uns gemeinsam hin. Eine kleine Sache noch, bevor wir starten. Es gibt eine super Hilfe, sehr kompliziertes Trainingsgerät und zwar ein Handtuch. Besorg dir mal eben schon mal eins, wenn du noch wissen willst, wie du dem Korsettmuskel noch mehr helfen kannst. Und dann legst du es dir einfach zusammen, entweder halb und halb der Länge nach oder du drittelst dir das. Das kommt ein bisschen gleich drauf an, wie dein Körper gebaut ist, weil du merkst hier die Rippen und da das Becken und dazwischen soll es dann liegen. Also ich werde es mir noch wieder einen kleiner klappen. Und dann wirst du merken, dass du dann, wenn das zwischen Rippen und dem Beckenknochen gleich läuft, sehr gut als Trainingseinheit oder als Trainingsgerät eingesetzt werden kann. Also notfalls kurz auf Pause drücken und mit einem Handtuch wiederkommen. Die erste Variante ist die Rückenlage. Insgesamt, wenn du meinen Kanal dir schon länger angeguckt hast, dann weißt du, Korsettmuskel habe ich schon oft als Thema gehabt. Das bedeutet, du kannst einfach deine Hände hier an die Taille legen, die Finger sind vorne, der Daumen ist hinten. Und du spürst, hier unter deinen Fingern ist es jetzt weich. Wenn es nicht weich ist, dann bist du entweder zu hoch bei den Rippen oder unten beim Becken. Und wir bleiben dazwischen, weil genau hier zwischen
ist dieser Korsettmuskel, der große, flächige, der wirklich von hinten nach vorne geht. Fühl das ruhig mal. Wo sind hinten die Rippen? Wo gehen die lang? Nimm dir einmal die Zeit dafür, damit du das auch verstehst. Und unten genauso. Wo geht das Becken lang? Die große Beckenschaufel geht nach vorne und sammelt sich dann hier vorne. Und diese ganze Fläche, dieses riesengroße, das ist alles ein Muskel. Und jetzt kannst du wirklich deine Hände einfach anlegen, Finger vorne, Daumen nach hinten und einfach mal das Ganze fühlen, wie weich das ist. Die Finger zusammendrücken, diese Fläche vom Daumen zum Zeigefinger reindrücken. Und jetzt versuchen, wie geht das nochmal? Haselnuss einziehen, die im Bauchnabel ist, Haselnuss zusammendrücken. Und jetzt merke ich schon, wenn ich das mache, diese Druckerhöhung hier drunter. Jetzt ist es hier schon wesentlich fester. Und wenn ich jetzt aber nochmal nachspanne, richtig extrem, dann merke ich richtig tolle Spannung. Wenn du jetzt fühlen würdest, würdest du merken, hier ist nichts mehr weich, gar nichts mehr. Hier ist es jetzt wirklich fest und du kannst dann wirklich gar nicht mehr da reindrücken. Test es ja, weißt du ja schon von anderen Videos. Wenn du hustest, sollte sich hier drunter nichts mehr bewegen. Oder der zweite Test, du hast Verstopfung und willst hinten was rausdrücken. Und dann würde sich ja auch noch mehr Spannung erhöhen, wenn du den Korsettmuskel noch nicht perfekt angespannt hast. Gut, also diese Spannung halten, halten, halten und dann zum Beispiel warten wieder, bis du die Einatmung hast und locker lassen. Einatmung locker und mit der nächsten Ausatmung Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammendrücken und nochmal gucken, wie das bei der Verstopfung wäre. Einatmung und mit der Ausatmung Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammendrücken, hier richtig fest unter den Fingern, halten, 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 so lange wie du ausatmest und mit der Einatmung wieder locker. Ausatmung, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, vorstellen, du hättest Verstopfungen oder eine Verstopfung und mit der Einatmung wieder hoch. Mit der Ausatmung wieder fest. Bauchnabel einziehen, Haselnuss zusammendrücken. Du kannst gerne mal mit deinen Händen so ein bisschen nachhelfen. Ich schiebe das jetzt praktisch so weiter mit den Fingern. Und mit der Einatmung erstmal wieder lösen. Ausatmung. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen und helfen. Dein Korsett will vorne zugezogen werden. Nicht hinten am Rücken, so wie man sonst kann. Vorne ist der Faden und der zieht wirklich alles zusammen, zusammen, zusammen. Und wieder locker mit der Einatmung. Kurz entspannen. Wichtig ist auch, dass du deine Lendenwirbelsäule nicht ganz runterdrückst, weil das machst du schon wieder über die geraden Bauchmuskeln und die wollen wir ja gerade ausschalten. Du bist aber auch nicht im Hohlkreuz, weil wir wollen uns ja nicht ins Hohlkreuz trainieren. Eigentlich kann man sagen, du hast die Hand unter der Lendenwirbelsäule, kippst dein Becken so, dass du dann die Lendenwirbelsäule auf deinen Fingern spürst und diesen Abstand bewahrst du dir. Der gerade Bauchmuskel soll eben locker bleiben. Genau, der wird übrigens auch angespannt, wenn du den Kopf anhebst. Ich kann das ruhig machen, weil ich habe wirklich einen sehr festen Korsettmuskel. Aber wenn du noch im Training bist, lass den Kopf einfach liegen, nimm die Finger dran und dann sehen wir nochmal zu. Wir warten nochmal auf deine Ausatmung. Mit der Ausatmung Haselnuss reinziehen, Haselnuss zusammendrücken und meine Finger schieben jetzt mit alles zum Bauchnabel. Als wolltest du von hinten nach vorne alles in deinen Bauchnabel reinziehen, ziehen, 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 ziehen und mit der Einatmung wieder locker. Noch einmal mit der Ausatmung Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen und Taille wirklich alles nach vorne schieben zum Bauchnabel, die Finger halten mit und mit der Einatmung wieder lösen. Wir machen das Ganze noch einmal. Mit der Ausatmung Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammendrücken, die Taille wirklich schmaler werden lassen und alles zum Bauchnabel. Aber der Korsettmuskel bleibt fest, 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 fest. Versuch nochmal, wie es bei einer Verstopfung wäre. Hast du wirklich noch alles maximal angespannt? Und locker. In Rückenlage ist das Schöne, dass du wirklich dein Gewicht abgelegt hast, der Kopf liegt fest und du kannst dich komplett auf diesen Korsettmuskel konzentrieren. Wenn du jetzt aber merkst, du kannst das schon sehr gut halten, dann kannst du es auch gerne mal über mehrere Atemzüge machen. Wir machen das jetzt mal zusammen, aber wenn du merkst, es überfordert dich, dann machst du diesen Rhythmus mit Ein- und Ausatmen ganz normal weiter, wie wir das gerade hatten. Also nochmal, Hände an die Taille. Du spürst wieder, noch ist es weich.
vorspannen, so gut wie du es kannst. Mit der Ausatmung Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, ausatmen, 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 alles Richtung Bauchnabel vorher. Von nach vorne, du stellst sie wieder vor, du hast Verstopfung, drückst alles runter in Richtung Ausgang hinten und weiter halten. Obwohl du jetzt einatmest, spannst du nochmal nach. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen. Du merkst, wie du alles mit den Fingern Richtung Bauchnabel schiebst. Mit der Ausatmung nochmal wieder nachspannen, so wie vorhin schon Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen. Unter deinen Fingern an der Taille ist es richtig fest. Stell dir vor, du hast Verstopfung. Und dann mit der nächsten Ausatmung locker. Und das kann man über mehrere Atemzüge machen. So, wie du das gut halten kannst. Aber sobald du merkst, es wird zu schwer, einfach kurz locker lassen und dann neu starten. Das war mit den Fingern, wenn du mit den Fingern hilfst. Aber ich habe dir ja schon gesagt, besorg dir mal ein Handtuch. Weil das kann man nämlich ganz genial auch noch als Hilfspunkt nehmen. Und dafür legst du dir das jetzt in diese Kuhle, die wir ja unter der Lendenwirbelsäule halten. Und versuchst mal so einen Punkt zu finden, dass du jetzt nicht großartig am Becken landest und auch nicht so am Rippenbogen. Dann nimmst du die Enden nach vorne, so kannst du es noch nicht so gut, legst dir die Enden drauf und nimmst sie über Kreuz. Jetzt habe ich von der einen Seite und von der anderen Seite das Ende. Das hältst du richtig gut fest. So, und legst dir die so ein ganz bisschen über Kreuz schon hin. Jetzt hast du wirklich ein Korsett um, was vorne geschnürt wird. Du konzentrierst dich wieder auf die Atmung. Wir machen genau das Gleiche. Achte darauf, dass du nicht zu sehr ins Hohlkreuz gehst, je nachdem, wie groß das Handtuch jetzt gefaltet ist, dass du schon mit dem Rücken einigermaßen unten bleibst. Und in dieser Position, du wartest wieder auf deine Ausatmung, ziehst du deine Haselnuss ein, ziehst sie zusammen und ziehst mal vorne eng. Also ich ziehe jetzt quer rüber, damit ich wirklich diesen Korsettmuskel helfen kann. Wirklich Richtung Verstopfung wieder. Wie würde das gehen? Und mit der Einatmung locker. Wieder auf die Ausatmung warten. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen. Und nochmal nachhelfen. Helfen, helfen. Guck doch nochmal. Sollte nicht mehr viel passieren. Und mit der Einatmung wieder lösen. Einmal machen wir das noch. Mit der Ausatmung Haselnuss einziehen, Haselnuss fest. Ganzen Korsettmuskel nachspannen und das Korsett enger ziehen, 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 konzentrier dich drauf. Und Verstopfung, ja, ich halte es super. Wie sieht es bei dir aus? Und mit der Einatmung wieder lösen. Das Handtuch kann man natürlich in allen anderen Positionen auch nutzen. Das zeige ich dir auch gleich nochmal. Wichtig ist aber, dass man es dann auch so parat liegen hat. Ein paar Handtücher hat man ja meistens. Und dann merkst du wirklich, wie du dir über diesen Weg nochmal helfen kannst, gerade in der Anfängerzeit. Weil man hat oft entweder über dem Bauchnabel oder unterm Bauchnabel so einen Schwachpunkt. Selten, dass jemand komplett den Bauch hat. Und oft wird gesagt, Maike, ich kriege die Wölbung über dem Bauchnabel oder unterm Bauchnabel nicht weg. Und da kann man nochmal richtig schön nachhelfen, alle Züge zu trainieren. Jetzt gehen wir nochmal in den Sitz. Die zweite Position findet jetzt im Sitzen statt. Damit meine ich jetzt nicht nur einfach bewusst das auf dem Hocker sitzen, nur hier siehst du es natürlich am besten. Das zählt zu allem, was mit Sitzen zu tun hat. Wenn du am Schreibtisch sitzt, wenn du am Küchentisch sitzt, überall, wo man sitzen kann. Das heißt, wenn du nicht gerade liegst, dann sitzt du sehr wahrscheinlich. Und dann kann man diesen Korsettmuskel eben auch super trainieren. Einfach wieder die Hände an die Taille, wieder fühlen, wie weich es ist, wo ist unten das Becken, wo sind oben die Rippen bis hinten hin. Jetzt kann man es sogar noch besser fühlen, gerade hinten, weil nichts im Weg ist. Und in dieser Position nimmst du jetzt deine Hände wieder, achtest wieder auf die Haselnuss, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammendrücken und hier merken, ich kann hier jetzt nirgendwo mehr rein, weil alles fest ist. Nochmal testen und nochmal, wenn ich Verstopfung hätte, nee, kommt auch nicht mehr und diese Position hältst du. Wenn du schon darauf achten kannst, Schulterblätter runter, Schulterblätter hinten zusammen. Wenn du mit Mami Vital arbeitest, dann hast du sowieso ständig um die Ohren von mir. Macht sehr viel aus von der Körperhaltung. Und in dieser Position wirklich üben, anspannen, anspannen, anspannen. Mit der Einatmung wieder locker und dann wieder Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen und ausatmen, 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 ausatmen und wieder einatmen. Nochmal wieder Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, spüren, wie die Spannung unter den Händen besser wird, fester wird und weiter ausatmen, ausatmen, ausatmen.
und wieder locker lassen. Du merkst, es ist eigentlich genau die gleiche Übung und man kann natürlich beim Essen jetzt nicht die ganze Zeit hier fassen. In der Übungsphase macht es aber viel aus, dass du spürst, bin ich jetzt angespannt oder nicht. Wenn ich am Essen bin, wenn du bei mir pieksen würdest am Schreibtisch, dann würdest du merken, ich habe immer mindestens eine Minimalspannung. Manchmal vielleicht nicht maximal. Ich kann 50 Kilo Hantel hochheben oder ich kann nur ein Wattestäbchen hochheben. Und trotzdem muss mein Bizeps die ganze Zeit arbeiten. Und das ist mit dem Korsettmuskel genau das Gleiche. Mindestens so, ein Wattestäbchen reicht nicht, aber ein Glas Wasser. Wie der arbeiten müsste beim Glas Wasser, so immer dein Korsettmuskel mindestens angespannt halten. Und wenn du dann noch dran denkst, braucht man nur noch Nachspann. Bei jeder Gelegenheit, selbst auf dem Sofa, am besten dann nicht ganz so schlurig hinsetzen, sondern ganz bisschen aktiver, dann lässt es sich noch besser spannen. Ich habe dir gerade schon im Liegen das mit dem Handtuch gezeigt und das machen wir jetzt auch. Das heißt, einmal rum, über Kreuz halten. Ich achte jetzt wieder darauf, dass es hier nicht zu sehr an den Rippen ist oder am Becken. Schulterblätter runter. Jetzt müssen wir im Sitzen ein bisschen mehr darauf achten, dass wir hier nicht so zusammenfallen irgendwie, weil jetzt haben wir keine Matte mehr unter uns. Aber in dieser Position kann man wieder sehr schön üben. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen und bei der maximalen Spannung weiter auseinander. Ausatmen, ausatmen, ausatmen und mit der Einatmung wieder locker. Ausatmen, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen und locker. Jetzt geht es mir nicht darum, dass wir hier ein Armtraining machen, das ist vielleicht noch ganz nett, sondern konzentriere dich wirklich auf den Korsettmuskel. Unter dem Handtuch möchtest du noch mehr Spannung haben, ringsherum. Wieder auf die nächste Ausatmung achten, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, ziehen, 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 ziehen. Alles zum Bauchnabel und einatmen. Ausatmen, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, ziehen, ziehen, ziehen. Versuch bei der nächsten Einatmung noch mehr nachzuspannen. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, alles zum Bauchnabel, ziehen, 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 ziehen. Mit der Ausatmung noch mehr halten, 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 halten. Und erst bei der zweiten Einatmung wieder locker. Ganz simpel eigentlich, gerade auch mit Hilfe des Handtuchs, wenn man einmal verstanden hat, wie es geht. Für mich sind die Unterschiede natürlich mit Handtuch oder ohne Handtuch nicht ganz so extrem, weil mein Spalt ist geschlossen, mein Spalt ist gefestigt und der ganze Korsettmuskel ist sortiert. Das heißt, diese Probleme habe ich natürlich nicht mehr. Aber ich weiß noch kurz nach der Geburt, wie anders sich das angefühlt hat. Und wenn du gerade an dem Punkt bist, dann wirst du merken, dieses Handtuch kann wirklich Wunder bewirken. Und das kann man sich wirklich, wie gesagt, einfach mal irgendwo hinlegen und zwischendurch nutzt du es dann. Einfach nochmal so als kleine Hilfe. Jetzt haben wir schon die Rückenlage, jetzt haben wir schon das Sitzen. Aber wir Frauen, wir Mütter arbeiten natürlich auch viel im Stehen. Wäsche zusammenlegen, abwaschen und so weiter und so fort. Und hier zeige ich dir jetzt nochmal ein Fallbeispiel im Stehen, dass du auch hier ganz simpel den Korsettmuskel in deinen Alltag integrieren kannst oder wirklich bewusst als extra Trainingseinheit. Die dritte Variante ist der Stand. Ganz oft wirst du und ich im Alltag gewisse Dinge im Stehen durchführen. Das bedeutet zum Beispiel entweder eine Trainingseinheit, weil du jetzt bewusst sagst, ich will das machen. Da kann man sich oft auch gut aufstützen, aber das geht natürlich auch im freien Stand. Das heißt, dass du dadurch, dass du dich aufstützt, schon merkst, dass du ein bisschen mehr Körperrumpfspannung hast. Dann aber nicht hier wie so eine Schildkröte im Panzer, sondern bleibst schön groß, hältst das Ganze oder hast eben die Hände an der Taille. So kannst du dich wirklich wieder gut testen, genauso wie vorhin. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen und spüren, wie fest das hier alles ist. Oder du sagst, wenn ich sowieso schon was im Alltag mache, dann werde ich mein Mindset, mein Gehirn darauf trimmen, dass dieser Korsettmuskel einfach fest bleibt. Ich habe jetzt einfach mal schon Wäsche von meinen Kindern geholt und kann dir zeigen, in dieser Position habe ich super oft mein Training schon durchgeführt. Ich lege mir meine Sachen hin, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, gute Körperhaltung und dann, während ich ein Kleidungsteil zum Beispiel zusammenlege, halte ich meine Spannung. Pause. Zweites Kleidungsstück, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, weiter atmen natürlich. Nächstes Kleidungsstück. Halten, halten, halten. Haselnuss zusammenziehen und danach locker. Kurz wieder konzentrieren, nochmal Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen,
Und halten, halten, halten. Kleidungsstück zusammenlegen, immer wieder nachspannen. Na, noch länger nachspannen. Schließlich lege ich mir hier immer die Schlafanzüge zusammen. So, und dann halten, halten, halten. Kleidungsstück fertig, wieder eine kurze Pause. Und das hat bei mir super geklappt. Dann bist du wirklich für einen kurzen Moment voll darauf fokussiert, deinen Korsettmuskel anzuspannen. Und du kannst dann wieder bei dem nächsten Kleidungsstück dich neu darauf konzentrieren. Und das kannst du zum Beispiel auch beim Spülmaschine einräumen machen, beim Abwaschen. Denk nur mal dran, es ist ein Tick schwerer und noch wichtiger, sobald du dich mehr nach vorne lehnst. Diese Höhe geht jetzt noch gut, aufrecht zu bleiben. Sobald du aber wirklich sagst, Spülmaschine einräumen, abwaschen, ist ja tiefer oft, weil du gehst ja ins Minus rein vom Waschbecken her. Und dann würde sich ja zum Beispiel dieser Spalt gerne wieder auseinanderklappen. Und du hast es aber in der Hand, dass du dich hier wirklich zusammenziehst. Die Variante im Stehen geht natürlich auch mit Handtuch. Habe ich hier extra zugelegt, dass du das wieder nimmst. Im Stehen geht es genauso. Wenn du dann trainierst, dann kannst du dabei natürlich keine Wäsche zusammenlegen und nicht abwaschen. Aber im Stehen geht das natürlich auch. Stell dich fest hin, Pobacken zusammenkneifen, Schulterblätter runter, Schulterblätter hinten zusammen, dass du eine gute Körperhaltung hast. In dieser Position Haselnuss rein, Haselnuss zusammen und den Korsettmuskel engen und Handtuch ziehen, 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 ziehen. Aufrecht stehen bleiben, mit der Einatmung wieder lösen und mit der nächsten Ausatmung Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen und ziehen, 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 ziehen. Und wieder lösen. Mit der nächsten Ausatmung. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen und ziehen, 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 ziehen. Aufrecht stehen bleiben, Pobacken zusammenkneifen, feststehen und lösen. Du siehst, eigentlich ist es wirklich viel dasselbe. Du musst einfach immer nur dich darauf konzentrieren, wie man das mit dem Korsettmuskel macht. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein kleiner Teil, aber mir ist das wichtig, dass du das mal wirklich verstehst, denn es erzählt dir sonst einfach keiner. Und das, was ich am Anfang sagte, viele denken, Rückbildung ist was für Anfänger und etwas für Frauen, die nur quatschen wollen, dann kann ich dir sagen, das ist falsch. Wenn du das denkst, das ist die Meinung von so vielen anderen, aber das stimmt nicht. Ich weiß, das sind keine Riesensachen. Ich habe auch schon immer viel Sport und anstrengenden Sport gemacht. Und trotzdem ist es bei mir so, dass ich das zuerst gemacht habe. Ich weiß, es gibt noch ein paar Körperstellen, die hätte ich gerne noch ein bisschen weiter. Aber ich habe mir die Zeit genommen für diese Sachen. Und ich bin diejenige, die ohne Rectus Diastase rumläuft. Ich bin die, die einen saufesten Beckenboden hat. Und ich finde, die Arbeit hat sich gelohnt. Das heißt, das kannst du im Alltag machen. Ich werde dir jetzt aber noch mal so ein paar Dinge noch mehr dazu erzählen, dass du das noch mal besser verstehst, wie wichtig ist es, dass du diesen Korsettmuskel wirklich trainierst. Und jetzt stell dir an dieser Stelle doch noch mal wirklich bildlich vor, du ziehst dieses Training jetzt durch und bekommst dann wirklich den flachen Bauch, den du gerne möchtest. Stell dir mal vor, dass endlich dieser Kram vorbei ist, dass du diejenige bist, die ständig den Bauch einziehen muss, die ständig gucken muss, ob das irgendwo sitzt oder wie sie sich bewegt. Nein, dass du diejenige bist, die sich wirklich frei bewegen kann, ohne irgendwie über irgendwelche Röllchen nachzudenken. Meinst du nicht, dass da die Lebensqualität so viel höher steht als vorher? Und ich sage dir, ich kenne das ja jetzt, es fühlt sich verdammt gut an. Und genau das wünsche ich dir auch. Du hast jetzt die Möglichkeit, dir dieses Video anzugucken und genau wie viele andere einfach darüber zu reden und nichts zu machen. Oder nicht mal darüber zu reden, einfach weiter zu klicken. Oder du sagst, du gehörst zu denjenigen, die anders sind. Die, die wirklich was erreichen wollen und endlich damit Schluss machen wollen, sich über ihre Figur aufzuregen. Oder sich einzureden, dass nur weil du schwanger warst, mit irgendwas klarkommen musst, was vorher nicht da war. Und die Gefahr besteht eben, wenn du zu denen gehörst, die nichts umsetzen, dass du wirklich das Problem hast, dass du ja, diese Rectusdiastase nicht schließt, dass dadurch deine ganzen Organe absacken, dass du inkontinent wirst, dass deine Organe unten rauskommen, dass die vorne rauskommen und all diese negativen Gefühle, die damit zusammenhängen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du das so nicht möchtest. Gehöre zu diesem minimalen Teil dieser Menschen, die sagen, verdammte Axt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich möchte endlich wirklich glücklich sein. Das gehört zum Glücklichsein einer Mutter dazu, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen. Und wenn dir von überall erzählt wird, dass du das Recht nicht dazu hast, dass du glücklich sein sollst, ja, andere haben doch ganz andere Probleme, sei doch froh, dass du so aussiehst, dann höre nicht auf den Kram.
Das ist wirklich etwas, da geht mir schon die Halsader, wenn ich von den Frauen höre, was zu denen gesagt wird. Du hast auch das Recht, wieder richtig geil auszusehen. Du hast das Recht dazu, dir einen schönen Körper aufzubauen und du hast mich gefunden. Ich habe schon so vielen Frauen geholfen. Warum sollte ich dir nicht auch helfen können? Ich bin mir sicher, dass du für dein Leben und für dich und natürlich für das Leben deiner Kinder die richtige Entscheidung treffen wirst. Wenn dich das Ganze interessiert hat, dann würde ich sagen, kannst du auf jeden Fall Kontakt zu mir aufnehmen, weil ich bin startklar, ich brauche nur noch deine Meldung. Du hast verschiedene Möglichkeiten, dich bei mir zu melden. Du kannst zum Beispiel mir eine E-Mail schreiben oder nimm doch Kontakt auf über Facebook, ganz super über den Messenger, ist doch total einfach heute. Auf Instagram bin ich mehrere Male am Tag, wo du ganz viele tolle Einblicke in mein Leben sehen kannst, wie ich lebe, wie ich arbeite, mein ganzes Team, meine Familie, total klasse. Ich freue mich, wenn du da auch noch mehr mitbekommst, was ich mache, um meine Ziele wirklich zu erreichen. Und vor allen Dingen, total genial, du kannst Mitglied in meiner Akademie werden, wenn gerade ein Platz frei ist. Einfach nachfragen, Maike, ist das möglich? Hier empfehle ich dann natürlich, dass du wirklich mit mir direkt Kontakt aufnimmst, weil dann kann ich dir alles genau erklären. Und dann steht unserem gemeinsamen Ziel nichts mehr im Weg. Denn dein Ziel ist mein Ziel. Es ist meine Verantwortung, dir dabei zu helfen, dass du das erreichst, was du gerne möchtest. Wenn dir dieses Video gefallen hat und wenn du die anderen Bauchübungen noch alle sehen möchtest für die unterschiedlichen Gruppen, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal. Denk aber dann auch an das kleine Glöckchen, weil dann sagt YouTube dir Bescheid, wenn das nächste Video rauskommt. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir zusammen eine richtig geniale Zukunft haben. Und ich freue mich auf unseren Kontakt und ich freue mich auf deine gute Entscheidung für dein Leben, für deine Familie und für deine Kinder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns wieder. Tschüss, sagt Maike Droste.